So. Da sind wir dabei. Das ist prima. Ja, das vollende ich jetzt nicht. Neues Gear. Neues Snowboard. Hm. Wir wollen die arme Sari auf satirische Art und Weise nicht beleidigen. Auch wenn sie die Videos eh nicht guckt. Egal! So. Da bin ich drin im Stream. Pass ab. Geschwindigkeit. Ganz. Weiß. Licht. Gott, welche Waffe nehme ich denn jetzt? Alle. Die Entscheidung wollte ich auch noch treffen eigentlich. Fuck. Nehme ich hier die Lanze, nehme ich den Katalysator. Nehme ich doch mal wieder den Einhänder. Eine scharfe, aber lecker. Ich merke schon, bei Ronny muss es scharf sein, damit es prinzipiell erstmal Kategorie lecker sein sollte. Nee, das, genau das Gegenteil ist der Fall, Kevin. Ach so. Okay. Achso, sagtest du gerade ein wenig scharf, aber lecker? Mhm. Ah, okay. Okay. Hab ich ja missverstanden. Was gibt es denn bei dir? Maggi-China-Nudeln. Simply but effective. Ich sehe gerade mein Hintergrundlicht, das ist ja aus. Schämen soll ich mich, möchte ich anderen machen. So, nehmen wir die. Gold. So. Haben wir den Season Pass mitgenommen. Hat sich also doch gelohnt, die Events zu grinden die letzten Wochen. So. Und dann gehen wir mal zurück in die große Kluft. Die wir vor einem Monat mal angefangen haben. One with nature. Faster? Okay, faster. Ja, warte mal, ich muss mich mal kurz umrüsten, Mann. Dann können wir weiter spielen. So. Shine down. Kann ich mal meinen Into the wind. Tempo weiter essen. Okay. Nicht weiter in Ordnung, obwohl. Ich hab schon gut Schaden gefressen, so ist es nicht. Time to go. Go. Inazuma shines eternal. Kann ich mal kurz von unserer Aufstellung ausholen? Komisches Flinchchen. Haben wir das jetzt? Nice. Ach Gott, auf euch beide hab ich ja gar keinen Bock. Geht. Tschüss! Was nice for... Was nice knowing you. Bye!
Kann ich dich einfangen? Ist jetzt die Frage. Was will ich jetzt wissen? Na? Erfolge, wenn das ginge. Guck mal, wichtig. Nicht? Okay. LOL! Kann ich halt wirklich fangen? Ist das von Ziel? Ist das genau? Das ist das Problem, ich muss mir Kristall aufladen, das ist ein Problem. So, Hüllenselie, let's go. Zeig mir deine Secrets. Also, ich soll da hingehen. Über mir ist noch ein Teleporter. Nun. Ich hab schon gar keine Ahnung mehr, warum es eigentlich ging. Ich will den Teleporter haben. Alter, soll mal fett klettern jetzt. Klettern! Das Klettern ist short. Ich sehe eigentlich. Oh, das waren die Dinger. Stimmt. Fucking Holzplatten über meinem Kopf. RIP. Was kann ich mit euch eigentlich machen? Achso, ich kann euch einfach nur schlachten für Fleisch. Okay. Dann ist auch kein Wunder, dass ich euch anfangen kann. So, was sind das für Kristalle hier? Das ist keine Nachtjade. Aber genauso hartnäckig, okay. Zwei Händler-Squad. Oh, warte mal, nicht mehr vorhanden. Hm. Barbara, machen wir Platz für neue. As you wish. Ich will gerne den Topf rausholen. Ist ja doch Nachtjade. Cool. Fühle ich, freut sich Bader am Ende des Tages. Musik ein bisschen leiser gestellt, jetzt gehe ich mal kurz Licht hin und machen. So ein bisschen Hintergrundlicht muss ja auch mal sein. Ich habe eine Bremse. Da. So.
Easy Mode einfach angemacht. So, nix. Tada! Da sind wir wieder. Servus. Krellas. So, Teleporter, hey! Lego! Die Wand sieht ungesund aus. Die Höhle sieht ungesund aus, wenn ich so drüber nachdenke. So, das ist ein Kristall. Kristalle finde ich immer gut. Also, weil ich weiß, mit Kristallen kann ich mein Lichtstäbchen hier aufrüsten. So, wo war hier der nächste? Someone needs assistance. Kim lassen schon mal, okay. So, dann gucken wir doch mal die Quests. Beginn der Erkundung der großen Club. Ah, ich soll wieder da hoch. Okay. Dann gehen wir doch hoch. Okay. So, wir haben einen. Wir haben eine Abenteurerin. Wir haben einen Forscher aus Sumeru. Wir haben ein Grabräuber. Und da hinten eine Piratin oder so. Sehr wilde Truppe. Na gut, was ist das letzte Mal schon? Ist egal. So, Jinwo suchen. Ja, okay, let's go. Ich spreche nicht gerne über den Drachen gerade. Wo kommt das denn her? Egal. Okay. Auf zu Jinwu. Blumenstein, ja, habe ich schon genutzt. Hallo Jinwu! Ja, wir sind zurück. Ja, wir haben die Grabräuber gefunden. Hätte ich fast schon drauf wetten können. Walbeeren-Sirup. Imagine. Extra bekühlt. Ja gut, das... Ja, das glaube ich gerne. Ach, Schatzräuberchen sind nicht gerade Räuber. I'm stupid. I'm sorry. Was will die getrieben? Ein Genshin-Stream, ein Essen des Ronny. Nee, nee, ich esse nicht mehr. Ich okay. Mache inzwischen Gangbang mit Striker. Hä? Was darf bei dir, Ronny, zu essen? Warum werde ich dich hier schon wieder reingezogen? Außer ja, Striker? Muss halt. Tobi ist im Private Talking, also Private Dancer, unterwegs hier.
Was gab's denn jetzt zu essen, Ronny? China-Nudeln. Entspannt. Von Maggi. Ja. Wichtig. Und jetzt hockt ihr hier alles stillschweigend und schaut Kevin zu, wie er sein Wii Shit spielt. Nö. Ja klar, Kevin, also du schaust nicht zu, du spielst es. Also wir gucken jetzt nicht unbedingt zu, aber wir hocken hier und schweigen uns an. Das ist so richtig. Ein bisschen, ja. Aber ich könnte ja die ganze Zeit zulabern mit Genshin, das ist richtig, aber ich glaube, dann geht's Ronny ganz schnell flüchten. Warum wurde ich auf UbiShit Connect abgemeldet? Ich habe mich da doch heute noch gar nicht angemeldet. Hm. Obwohl doch, ich habe halt vorhin noch einmal gespielt. Oh. Mit Tobi. Ja, okay. Ganz andere wichtige Frage, Ronny, wollen Sie vielleicht sonst irgendwas? Oder schreiben Sie sich gerne mit Kevin an? Bitte was? Ob du mit ihm was tun möchten oder ob die sich weiter mit Kevin anschweigen wollen. Kommt drauf an, was schlägst du vor? Ich hab nichts wirklich, was ich vorschlagen kann. Er hat für Ehre, er hat Hand. Gut, Hand ist eigentlich, aber auch nur mit Tobinski. Ich hab sagen, Hand ist immer Hand nur mit Tobi. Ja, nur mit Tobinski spielen. Das ist Double Trouble. Dann müsstest du ihn vorher über Steam anschreiben, also. Und bei Tobi war ich ja gerade oben. Der ist ja am Lernen mit Antonov. Ach, die sind am Lernen! So ein Ding ist das. Als ob du den, als ob du das Passwort kennst. Er ist Admin, Ronny. Ich hab ein Passwort im Channel. Ja. Wird mir nicht mal angezeigt. Weil was? Ja, ne, weil ist wahrscheinlich mein Teamspeak Overlay. Ja gut, ich sehe es, wenn ich rechts in der Liste da schaue, rechts bei den Icons. Okay. Ja gut, ich habe ja quasi Standarddesign, also von daher, mir fällt's auf, der Channel ist plötzlich gelb statt grün. Ja klar, das sieht ja jeder. Nee, aber das sind ganz kriminelle Sachen, was die da umlabern. Okay. Das sind die geheimen Techniken der Versicherungsvertreter. Mhm. An sich eigentlich einfach nur Übungsaufgaben für Versicherungsprüfung. Ah, okay. Das ist ein Fach tatsächlich bei Versicherungsmaklern, das nennt sich Mafia-Methoden. Ah! Bunga Bunga in Bulgarien ist auch ein Fach. Mhm. Macht Sinn. Hast du sonst noch welches Insider-Wissen, Ronny? Nee. Schade. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gelernt heute. Hättest du das, Kevin? Bist du wissbegierig, ja? Ja doch, es gibt noch immer nehmen und nicht geben. Das gibt's auch noch beim Versicherungshandwerk. Ja, okay. Das müsst ihr extra lernen? Okay, muss ich nicht. Das ist, wird halt bei Versicherungen einfach perfektioniert, weißt du? Ja. Das glaube ich gerne. Hold on a minute. Geht es hier gerade ernsthaft um Klee? Haben wir hier ernsthaft wieder mit Klee zu tun? Oh Gott.
Alles klar. Somebody still. Shi Shuang. Ich denke mal Internet der DSL. Kleetofu no? Ist die Ronny? Ja. Oder was? Ronny noch da. So, mein Internet also. Isn't dead yet. No, your Internet is not dead, Anne. That's nice. So, Ronny, do you have something you wanna play? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ei. Nichts, wo ich jetzt auf jeden Fall sagen würde, so, Und da ja, so ein Counter spielen, da du ja Tobi nicht anschreiben willst, aber Hand mitspielen will. Ich kann ihn gern anschreiben, aber ich kann dir sagen, dass die Antwort nein ist oder ob ich bescheuert bin. Ich weiß, dass er am Lernen ist. Ja. Das ist so ziemlich das, was ich mir vorstelle dann. Ja! Muss den ersten locken. Ich frag ihn einfach Hand mit Ronny. Was mit Ronny ist das Wichtigste. Wenn ich nur Handfragezeichen geschrieben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich noch hochgemoved worden für die Standpauke. Ja. Wenn ich mir richtig Freunde machen will und mir alle fangen will, dann rufe ich ihn auf Steam an. Oh ja, das kann er ganz gewaltig leiden. Ich will auch eine rauchen. Ronny geht rauchen. Wir haben wieder Straßen-ASMR gleich. Ich bin quasi gerade mit Essen fertig. Und was macht man nach dem Essen? Eine rauchen. Nach dem Essen sollst du eine rauchen oder eine Frau missbrauchen. Hast du beides? So ich. Hauptsache die Hälfte vom Schuh hast du abgekatzt, Roddy. Schäm dich. Ja, das war der nicht jugendfreie Teil. Also allein eine Frau missbrauchen ist schon nicht jugendfrei, mein Freund. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. Ah! Wobei man dazugeben muss, es gibt ja zweierlei Varianten. Das heißt, Frau missbrauchen oder Frau gebrauchen. Ja, ich bin auch immer mehr bei Frau gebrauchen statt Frau missbrauchen. Ja. Was den Spruch angeht, weil... Ja, im Endeffekt so eine Aufforderung gibt man halt nicht. Ne? Sag mal, wie es ist. Ja! Ja, die sind im Wagen. So, dann gucken wir mal, wie das ASMR ausgeht. Also entweder gab es keine Antwort oder Arne wartet noch. Es kam einfach nur ein Stumpf-Lerne zurück. Also nichts Nennenswertes, Ronny. Schade. Okay. Da lernt er das erste Mal in seinem Leben. Gut möglich, ja. Hat er so eine Angst vor seiner Prüfung? Nicht unbedingt. Er hat sie ja Angst. Schon mal verkackt, oder?
Naja, was heißt, er hat sie verkackt? Ich denke, er ist nicht angetreten. Wollte gerade sagen, er ist nicht angetreten. Ah, ist sie gar nicht jetzt angetreten. Nö. Das ist jetzt eine Nachprüfung, weil er die erste nicht schreiben konnte, weil er ja Corona hatte. Natürlich. Ja. Mal sehen, ob er wieder Corona hat. Ja, unwahrscheinlich, ne? Nö. Wobei sie ihn wahrscheinlich diesmal einfach ranpfeifen, selbst wenn er Corona hat. Weil juckt ja jetzt keinen mehr. Richtig. Ja, jetzt ist ja Ukraine-Krieg, jetzt gibt's kein Corona mehr. Ja, endlich wurde die erste durch eine andere Katastrophe abgelöst. Richtig. Ich bin aber ehrlich, ich trage immer noch Maske im Laden. Ja. Nee, echt jetzt, mach ich wirklich. Nee, bin ich voll bei dir, Ronny, mach ich ja auch. Achso. Das war kein sarkastisches Ja, sondern ein ganz klares Ja, bin ich bei dir. Weil A, es fühlt sich richtiger an momentan noch. Mhm. Und B, ich trage eh schon den ganzen Tag Maske, weil ich mit Öffis unterwegs bin. Und C, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, die gleiche Luft zu atmen wie die komischen Gestalten im Aldi. Lieber ein bisschen durchgefiltert, dann geht wieder alles, ne? Ja. Digga, ich weiß einfach, was da für Gestalten einkaufen, weil das ist einfach so, dass du dort an der Kasse stehst, ja, und hinter dir steht ein Typ, der einfach 5 Packen Mehl aufs Band gelegt hat und du weißt ganz genau, da steht ein fucking Zettel, dass nur eine Packung Mehl abgegeben wird aktuell, ja, da steht ein riesengroßer Zettel dran. Ja, gut. Und du weißt ganz genau, das ist wieder der Typ, der die gesamte Schlange aufhält, weil er dann nämlich wieder mit der Verkäuferin diskutiert, dass er doch das Recht habe, das zu kaufen und das ist doch dass es schon fast an die Freiheitsberaubung geht und an eine Freiheitseinschränkung geht, wenn er nur eine Packung Mehl bekommt, weil sozusagen, ne, und so weiter und so fort. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, Hurensohn. Richtig. Richtig. Da hat er jemand Hurensohn gesagt? Ja, das sind diese totalen Hortungsvollspastis, wo ich mir denke so. Das Digga. Sind die absoluten Kevin. Und dann gucke ich den mit meiner Maske an. Jungs, ich gehe noch mit meiner Maske an. Jo, bis dann. Tschüss. Ich gucke den mit meiner Maske an und denk mir so, Und guck den wirklich sehr direkt dabei in die Augen, um ihm zu zeigen, guck mal, ich trage Maske. Willst du noch was sagen? Am besten gibst du ihm noch diesen typischen, wenn Augenblicke töten könnten, Blick, von wegen. Ist das gerade dein Ernst, du Mongo? Weißt du? Ne. So ganz klar nur mit den Augen, das kann man ja auch schön ausdrücken. Ich kann das nicht. Schade. Hätte ich echt gedacht. Bei einer charismatischen Ausstrahlung, Pony. Nee. das ist kein Charisma, das ist Down-Syndrom. Ach, Mensch. Inzwischen geht selbst Ronny hin und kontert sich selbst einfach als der größte Dulli raus, damit er nicht mehr so angeflirtet wird, oder was? Glaub mir, Ronny, das funktioniert nicht. Ich merke das schon. Aha. Das wird so nicht funktionieren, vor allem bei Tobi nicht. Nee, da sowieso nicht. Da schlabbert dir erst recht noch mehr Honig ums Maul. Weißt du, wird einfach nicht nur einen Löffel oder Messer genommen. Es wird nicht nur ein Löffel oder ein Messerchen genommen, nein, das schmeißt ja. Dann nimmt ihr wirklich das Glas Honig, holt einmal Fett aus und kurz bevor das Glas sein Gesicht berührt, lässt er druckartig stehen, damit wirklich der ganze Inhalt in dein Gesicht verteilt wird. Ja, perfekt. Damit du richtig viel Honig im Gesicht hast. Weil es richtig geil ist. Danach wasche ich mein Gesicht in Tee und hab gleich noch, oder in Milch, weißt du, dann habe ich gleich noch was Leckeres dabei. Richtig. Ja, brauchst du nicht. Das hat er natürlich schon bereit. Da hat er dann in der rechten Hand hat er dann eine Schüssel mit Tee und in der linken Hand hat er eine Schüssel mit Milch. Da sagt er, Ronny, such's dir aus. Solange ich danach ran darf. Ja, kann passieren. Ja. Das, ja. Klingt auf jeden Fall nach ihm. Ne? Finde ich auch. Ich kenne ihn schon lange genug, um das einschätzen zu können. Wen kennst du lange genug? Big Chungus. Ah, ich spiele. Tschüss, ja. Arne!
Das war ja hardcore. Ich bin BAM! Digga, mitten im Satz einfach komplett rausgejietet, Alter. Was zur Hölle? Ja, willkommen bei seinem neuen WG-Internet. Nee, was heißt neu? Bei seinem WG-Internet. Die warten immer noch auf ein ordentliches Angebot, aber kriegen halt nichts. Die armen Schweine. Bei Jan ist so verstanden. Einfach Connection Loss ohne ersichtlichen Grund. Ja, mitten im Satz, Alter! Noch besser, richtig wild. Ah. Da werde ich nur Kevin sagen wollen, dass ich Chivalry jetzt spiele. Ah! Viel Spaß beim Rumschreien und Leute abschlachten. Oder also selber abgeschlachtet werden. Konntest du da nicht auch mit Kacke werfen? Ja, mit Gliedmaßen. Ja. Da kannst du alles werfen, solange du es findest. Solange du wild bist. Oh, halt das mal. Nix wilde Kerle. Nee, wilde Wahnsinnige. Nee. Mit wilden Spielzeugen. Der wilde Kevin. Hey. Da bist baff, ne? Ja. Hast du nicht. Ronny. Ja? Weißt du, was die beste Strategie wäre? Was denn? Du tust Tobi auch nochmal Fragen nach Hand. Nee. Ich glaube, das ist Ronny ganz schnell vom Teamspeak runter. Naja, du, ich kann hier vom Server gebannt werden. Nee, bannen wird er dich nicht. Dafür ist der zu scharf auf dich. Der wird dich einfach nur für 5 Sekunden kicken und dann war es das. Das nennt man dann der Ronny-Bonus. Wenn er sich überhaupt die Mühe macht, er ist wahrscheinlich einfach nur abgefuckt, während er da versucht, irgendwas zu lernen. Das ist gut möglich. Naja, der Punkt ist, wenn man halt müde ist und nicht mehr so ganz aufnahmefähig, dann bringt das Lernen halt auch einfach nichts, weißt du? Generell, ich würde nicht um 21 Uhr mit Lernen anfangen. Nee, eben nicht. Und das ist so dieser Punkt, ne? Man sollte sich schon die richtige Zeit dafür suchen. Und die ist so... Morgens, vormittags, morgens, nachmittags, genau. Oder nachmittags spätestens halt, aber nachmittags. Früh Nachmittag. Ja, spätestens bis zum Kaffee ran. 15, 16 Uhr sollte man aufhören. Genau. Wobei man in der Schule, zumindest habe ich auch in der Schule stumpf, immer den in der Nacht vor der Prüfung lernen oder vorm Test. Ja, wenn man, wenn man eine gewisse kognitive Begabung hat, dann kann man das natürlich auch so machen. Aber. Ja, außerdem ist Schule ja auch nicht, sag ich mal, so sehr important gewesen bei den Tests, als jetzt hier deine Abschlussprüfung für die Ausbildung. Ja. Müsste doch die sein, oder Kevin? Ja. Ist es. Abschlussprüfung, ja. Da dann nur ein Versuch, ne? Nee. Hat man mehrere Versuche? Ich glaube, du kannst zweimal wiederholen. Zweimal wiederholen, richtig. Ja, ich meinte nämlich auch, du hast drei Versuche insgesamt. Ja. Und danach kann dich der Chef kündigen. Aber die drei Versuche müssen sie dir auf jeden Fall geben, gewährleisten. Suddenly stille. Wie lande ich da im Chat? Ah. Ich habe schon irgendwo gesehen, irgendeine Klasse, Kevin hat jetzt eine riesige Claymore. Ja, bitte. Hat da Großschwert beim normalen Ritter. Ja. Das ist so wie das Ding vom Highlander. Hm. Wenn mein Internet nicht so kacke, würde ich Ronny Chivalry aufs Auge drücken. Ich glaube, Ronny möchte die schlafen legen, so wie der klingt. Ja, noch, geht noch. Aber das ist halt so dieser Punkt, wo ich dann halt sage, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht mehr lernen um die Uhrzeit. 100 pro nicht. Ja, gut, nee. Da würde ich auch konsequent bei wegkratzen. Na, was heißt wegkratzen? Es ist halt einfach nicht der schlauste Move. Beziehungsweise die Effektivität, das in Frage zu stellen.
Ich überlege gerade, wie lange geht denn die Ausbildung als Versicherungskaufmann? 3 Jahre? Oder 2,5? Oder 2? Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist bei ihm eine 2,5er gewesen. Es könnte aber auch schon eine 3,5er gewesen sein. Fuck. Ja, je nachdem, ob du ein Abi hast oder höhere Ausbildung, sag ich mal, vorbei ist, kannst du ja ein paar Jahre hier ersparen. Nee, ja, nee, bei Ausbildung ist das eigentlich nicht so. Doch. Also bei kommt meiner an, Ausbildung war es nicht so. Ja, kommt halt natürlich drauf an, wo. Also bei meiner Ausbildung hätte man auch ein Jahr verkürzen können, aber das hatte nichts mit den schulischen Leistungen zu tun, die man vorher hatte. Ich glaube, eine Bekannte hätte ein Jahr weniger oder hätte ein Jahr weniger gehabt. Naja, du kannst halt selber entscheiden, ob du verkürzen möchtest, sozusagen, wenn deine Leistungen stimmen in der Ausbildung. Ja. Aber an sich gibt es immer eine Regel Ausbildungszeit. Die ist immer pro Ausbildung festgelegt. Also da gibt es eigentlich keine, wenn du Abi hast, kannst du so und so. Ja, das gibt es eigentlich nicht. Versicherungskaufmann. Regulär dauert die Ausbildung 3 Jahre. Bei ihrer guten Leistung kann sie auf 2 oder 2,5 Jahre verkürzt werden. Ja, so wie ich sagte, also 3 Jahre. Macht jetzt gerade eine 3,5 draus. Genau. Naja, eine gute Leistung, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie Tobi sich in der Arbeit angestellt hat, aber das andere mag ich in Frage zu stellen. Hat er ja selber schon gesagt. Ja, eben. Der hat im Endeffekt, wie ich seine Ausbildung einfach nur auf 2 Arschbacken abgesessen und Arschlecken. Auch arbeitstechnisch? Ich weiß ja nicht, wer sich da angestellt hat. Naja, wir reden ja gerade von arbeitstechnisch. Achso. Ich meine, er hat ja schon so einen Kevin angeworben. Oder versichert. Und? Das ist nichts Besonderes, oder? Im Endeffekt nicht, nein. But he did his job. That's true. So it's at least something. Er hat schon ein paar mehr Sachen vertickert, das ist richtig. Leute abstechen. Kevin, ich habe gehört, du machst mit. Nein. Doch. Nein. Doch. Er spielt das japanische Buberella-Spiel. Leave it to me. Buba go up and down. Exactly is it. I didn't quite catch your request. Oh fuck, das war mein Morgenstern, den ich geworfen habe, den wollte ich behalten. Nee, Alter, gib es nicht. Ich war bei den Wurfmessern dabei und dann ist der Morgenstern mitgeflogen. Er ist doof. Little happy mistake. Tja, wo soll das Ding sein? Okay. Der Kristall ist da hinten, okay, verstehe. Zimmere ich mich so leicht durch? Ja, gut. Ich bin in Kristall, danke. Kristalle wichtig.
Und jetzt kann ich meine Mission noch geben. I am a disgrace. Au. To the knights. Okay. Das war ich nicht intentional. So, ich muss den Trupp tatsächlich ändern. Das geht so nicht. Wenn ich wirklich aufräumen will. Ich hab Jesus the First getötet, oh nein. What have I done? How could you? With ease. Schämst du dich nicht? Oh Gott, das ist uncool, Mann. Biel, gib mir doch mein Schwert zurück. Alles klar, dann werfe ich halt Steine, und zwar große. Mega. Mega Faggot. Robo Bitch. Mega Faggot. Robo Bitch. Halt anders random das Ding. Das Ding ist super, okay, ist Kult. Ja, das sowieso. Ist trotzdem random. Der hat seinen Kopf verloren. Aber Arne, du sollst ja Leute doch nicht das durch den Kopf nochmal durchgehen lassen. Er hat sich's aber durch den Kopf gehen lassen. Und es tat ihm nicht gut. Ja, das glaube ich. Muss eine ziemlich wilde Fahrt gewesen sein. Nein, sie haben ein Fass stehen, so eine Scheiße. Ein Fass! Okay, die machen das Objective und unser Teammate sind nicht gut genug nieder. Rain outlines your fate. Wheel of life. Illusion shattered. Oh Gott. Okay, dead. Nein, ich bin an dem Scheiß. Mein Schwert war zu lang. Ich bin da an der Wand hängen geblieben, Alter. So eine Gutze. Gerne. Absurd. Ob er das Großschwert, weil wie eine Javelin wirkt, also richtig ausholt wie mit dem Speer. Weil ich meine, es hat ein gewisses Stück an Größe. Man weiß es nicht, probier's aus. Nee, ich will mein Schwert eigentlich behalten. He wants to keep his sword. Mami, ich mag mein Schwert, ich möchte es gerne behalten. But a momentary distraction. Kill those dirty heretics. Oh, Agatha! Der noch von mir her. Komisch. So, wo ist jetzt dieser vermaledeite Pissschlüssel? Oh lol, don't tell me. Aha. Moin Tobi. Okay. Moin. Hi Tobi. Bei so einer Lernsache wird man immer nur depressiver, Alter. Also willst du jetzt mit Ronny Hand spielen oder warum bist du hier? Was? Du willst jetzt mit Ronny also Hand spielen? Ich gehe jetzt erstmal eine Zigarette rauchen. Was heißt geh? Ich mach mir einen an. Ich wollte gerade sagen, du bewegst dich doch dafür kein Meter. Ja. Das ist mir mittlerweile nicht wert, mein Lungenkrebs soll so kommen. Ich bin auf einer Great Mission to
Secure Jerusalem, Alter. Was? Die Chivalry. Alter. Mein ja, Mann, Alter. Der Kopf ist clean up, den werfe ich jetzt nach irgendwem. Hier, Kopf. Ich meine, Ronny, wir können auch Pogo-Stuck spielen. Nee, Ronny sieht sich bei Hand. Ronny sieht sich bei Hand. Warum lacht er so? Oh, das vorhin gefolgt hat. Verstehe, ich verstehe. Ich bin super sterben. Ich habe ja noch gelernt, okay. Ich finde super, Kevin, wie wenn du mit dem Morgenstern wieder in den Kopf auf den Kopf haust, das Ding halt wirklich kaplum. Ja, spielst du halt Golf mit, ne? Mein Gott, Teammate, Alter, bist du ein Gegner oder was soll der Scheiß? Und Hole in One, Wusa! Hm. Kopf kaputt, schwierig. Oh, dem wurde der Kopf auch gerade kaputt geschlagen. Oh God and glory! Shine down. Wo müssen wir jetzt hin? Mit Sicherheit nicht darunter. Und siehst du besser mit deinen Augen offen oder zu? Gar nicht. Richtig. Kevin doesn't know what seeing is. Feel the sun. Feel the sun. There is no escape. Torn to oblivion. Wie du lebst noch. Oi, wo hockt er denn jetzt? Mein Schwert hat eine andere Farbe mittlerweile. Und da hat mir wieder seinen Kopf verloren. Dein Schwert hat eine andere Farbe. Ja, ist rot. Es wird bestimmt pink sein. Take them. I have no need. Blau? Einfach fade. Digga, Kevin, ob du gelitten hast, das Ding ist rot. Okay. Ja, aber glaubst du, warum es rot ist? Ja, ist mir klar, warum es rot ist, aber das ist offensichtlich. Wer ist er denn? What is that? Also du hast Bock auf Hand, Ronny? Ja, hat er. Warte, ich zieh mir kurz den Pullover gerade aus, Moment. Oh ja, Baby. So, jetzt verstehe ich dich wieder, was? Also du hast Bock auf Hand, oder wie? Also eine Runde kriegen wir hin. Eine Runde kriegen wir hin. Ah, das geht nicht. So, ich bräuchte noch eine Minute 30 maximal. Oh, ich hab. Lang Spaß. Kevin, ich hab. Welchen Jesus hatte ich vorhin getötet? Jesus ist. Was war's mit F finden? Because Jesus Christ is. Jesus the First. Und jetzt habe ich in unserem Team gerade Jesus in Apex geteamkillt. What the fuck? Just why? Passiert. So eine Claymore von Highlander ist nicht gerade klein, okay? Damit trifft man nur mal einen Teammate. Was für Claymore? Ich dachte, du bist im Mittelalter. Achso, das Schwert ist drin. Digga. Das denke ich natürlich an die Landmine. Ja, verständlich. Als solides Mitglied des 21. Jahrhunderts würde man das wohl erwarten, dass man die Claymo meint. In weit fremd, wo ist mein Schatz? Wo habe ich ihn eigentlich schwer? Da, Schatz. Hallihallo, Ronny. Hallo.
2 Sekunden. Ja. Also Kevin, ich habe gerade festgestellt, er wirft es wie ein Speer. Das ist interessant. Digga, ich habe einfach alles verlernt aus diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Kevin 40 gezwungen, 17 Kills und 6. Hier noch auch. Ich habe auch keine Ahnung, was wir machen. Nee, vor allem von mit Chris, Alter, das war lächerlich kacke. Ja, als ob das jetzt mit mir besser wird, Digga. Was erwartest du gerade? Na gut, die Sache ist... Es geht nicht um den Skill, es geht einfach nur darum, dass du einfach ein guter Mate bist. Du bist ein Mate mit Verstand. You're a decent human being, an exception of Chris. Hier, Hurensohn. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier einstelle. Ich mach einfach auf bereit, oder? Na, vielleicht Waffen und alles mitnehmen, was du hast. Hada. Er hat noch einen alten Charakter. Ich habe auch den alten Dame von damals genommen. Hm. Glaubst du, ich habe den auch noch rumliegen? Welches Level? 40er Umgebung. Hm. Well, I guess I have to do the Spürnase to find that one. Also ich sag's mal so, im Vergleich zu Chris ist alles besser, ne? LUL! Ich verstehe gar nicht den Hate auf Chris zur Zeit so. Digga, übel der Front, oder? Wir sind jetzt aktuell, wir sind jetzt aktuell, glaube ich, 12 Leute für die Rapid Land bestätigt, soweit ich es verstanden habe. Wann ist die nochmal? 18. bis 24. Warte. Lass mich, ich will keine Lügen sagen, ich will ehrlich sagen, das sind... Lügen darf man nicht sagen! 18. bis 24. Juli. 18. bis 24. Juli. Ja. Okay. Ja gut, klingt aber so, als könnte ich auf jeden Fall vielleicht... Doch was am reißen. Am Wochenende auf jeden Fall was reißen. Allerdings, ich habe jetzt nicht dafür bezahlt oder sonst irgendwas. Ja, da muss ich noch mit William sprechen, weil in der Hausordnung steht drin, es dürfen keine Besucher empfangen werden. Ja. Du würdest ja dann logischerweise auch über Nacht bleiben, wenn du am Wochenende kommst, oder? Oder übers Wochenende, oder würdest du nur einmal vorbeikommen? Das kann ich nicht so genau sagen. Okay, wir gehen mal davon aus, dass du Freitag kommst und Sonntag wärst. Gehen wir einfach mal davon aus. Dann muss ich William fragen, ob es möglich wäre, dass wir für dich nur diese 2 bzw. 3 Tage zahlen. Weil das wäre dann wiederum kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob er das erlaubt, muss ich ihn fragen. Dann muss ich halt auch gucken, was dann kostet, ne? Ja, Costa Quanta wird da nicht so hoch sein. Das sind, warte, lass mich ausrechnen. Das sind dann für... Oder Tobi. Ja? Ich weiß ja auch noch nicht, wie bei mir steht. Vielleicht gucke ich auch nur 1-2 Tage vorbei. Dann sagt man nimmt eine Person und von der Person X hat dann Ronny so viele Tage und ich die anderen Tage. Okay, ja, ich muss es klären. Ich muss es klären. Problem ist halt, dass jetzt im Mai irgendwann die Mail kommt. Meinst du, Tobi, das könnte... Die sind alle Level 50, der ist 48. Der hier. Könnte gut sein, den ja. Den habe ich nur anzubieten. Time to go. Das ist noch ein Poolslot frei. Ja, den habe ich fast immer frei, Meister. Ich weiß nie, was ich damit nehmen soll. Treppen, warum nicht? Du fragst mich doch immer, ob ich fallen habe, wenn du drauf bin. Nee. Fallen darf man nicht mitnehmen. Halt die Fresse. Du Hund. Was willst du, Konstantina? Alert Konzi. Konzi sind. Ja, Konzi sind Favorite. Die teuren Augen. Ich würde sagen, heul nicht so rum. Okay, müssen wir nochmal jemand die Steuerung auch erklären. Können wir gleich machen. But I don't have any of the hand dollars, Tobi. Das ist absolut gelogen. No, it's da drauf. Ich habe 21.500, du hast mindestens das Doppelte. Ja, guck mal, so still. Ich habe nicht das Doppelte. Wie viel hast du denn? Nicht das Doppelte. Ja, wie viel hast du? 3. 39.000. 37.000.
Glückwunsch. Und halt die Fresse. Aua, Daddy. Wer hat dich geschlagen, Tobi? Ich mich selber. Das ist doof. Warum tust du sowas? Du, das wissen die wenigsten. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. Also mit rechtem Auslasse ziehst du. Ja. Mit Alter 4 liefst du. Okay. Und mit linkem Auslasse gedrückt, oder warte, nee, das ist nicht linkem Auslasse bei dir. Ich glaub V? Ja, V gedrückt halten. Wie Tofu! Kannst du den Waffenrücken hauen. Okay. Und mit Mausrad wechselst du halt unten, was du hast. Oh, da haben wir ja gleich auch eine Schockgüsel Map bekommen, Kappa. Ja. Ah, da siehst du, was ich loade? Wunderschön. Ich habe leider nur Winfield Vandal mit Levering. Ah, Hunde. Er wird reingestochen. Oh, Kohlrabis. Das ist tricky. Rabis? Kohlrabi? Auch Kohlrabi ist geil. Kohlrabi ist wirklich geil, dann kannst du einfach roh ein bisschen snacken. Ja, Kohlrabi ist nice. Wir sind die Kohlrabi Gang Boys! Kohlrabi Gangbang. Oh. Okay, jetzt können wir auch mal. Wie prepared hey. Kohlrabi? Der Kohlrabi Gangbang. Ah. Aha. Kann mir jemand sagen, was jetzt abgeht? Was muss ich tun? Also erstmal, ne, Ronny. Die Viecher da machen Krach, dass uns die ganze Map hört. Nicht geil, deswegen macht man den hier, ja? Hammerjäger. Okay. Halt, im Idealfall. Aber sind wir hier schon beim Ziel, oder was? Nein, nein, nein. Okay. Wir müssen jetzt wieder diesen Hinweis aufnehmen. Ach Digga, so, was du. Bellen die denn immer noch? Hier ist wieder so eine Lampe. Soll ich die mal mitnehmen, hier? Warte, guck mal hier. Nimm mal. Du kannst die mit X übrigens auch ausmachen. Falls du sie aus irgendeinem Grund aushaben willst. Okay, und jetzt? Rechte Maustaste gedrückt gehalten und da unten mitten rein in den Käfig werfen. Nee, anlassen aber. Sehr schön. Habe ich getroffen? Ja, aber die Viecher verrecken immer noch nicht. So, dann halt so. Ich hätte einen Schalldämpfer gehabt, ne? Sag das doch früher. Sonst da hast du davon immer die Laterne oben in der Mitte vom Hundezwinger. So eine Laterne. Wunderschön, Ronny. Hab ich mir Mühe gegeben. Keine Ahnung, war es falsch oder war es okay jetzt? War gut. Alles richtig gemacht. Wunderschön, okay. Erstmal noch gedippt, Tobi. Beide dippt, you know. War mir jetzt nicht sicher. Ich bin doch etwas alles, unsicher was, in dem Spiel. Alles, was du machst, ist richtig, Ronny. Auch wenn du dich immer mal nackt von mir ausziehst, bin ich zufrieden. Das ist einfach so, wie Kevin es gesagt hat. Tja. Wieso? Was hat Kevin gesagt? Genau das. Nackt vor mir ausziehen, oder was? Auch, unter anderem. Es war Bestandteil der Unterredung auf jeden Fall. Ja. Ronny, komm mal raus da wieder. Rückwärts raus. Ja, ich komme. Du hast auf der Map in den Kombos immer verteilt am Boden hier so eine Säckchen. Ja. Da kannst du Geld drin finden. Die sind aber immer random irgendwo, wenn du sie mal auf dem Boden siehst, kannst du mitnehmen. Ist immer nicht viel, aber steht der Tropfen, ölt den Stein. Ich verstehe. So. Alter, der Spruch hätte auch aus den 25ern kommen können. Ihr seid jetzt ein bisschen zu schnell für mich, sorry. Alles gut, ich lauf nur zu dem Hinweis hin. Guck mal, hier ist der nächste, Ronny. Ich versuche ja an Arne dran zu bleiben. Ja, ich folge nur Tobi. Oh, da darf ich nicht rüberhüpfen. Da waren jetzt nur 8 drin. Ja, es ist immer unterschiedlich. Und so eine Kiste hier, Ronny, ist, wenn du Spezialmuni in deiner Waffe hättest, die Uhu-Kiste. Kann ich nicht aufnehmen. Naja, weil du keine Spezialammo in der Waffe hast.
Hier wäre wieder so eine Laterne. Ja, musst du nicht mitschleppen. Okay. Die hier kannst du übrigens auch immer ausmachen, dann kann sie keiner zerschießen und dich abbrennen, wenn du runterliegst. Dann passiert nur Ölpfütze. Der da kannst du mal an den weißen Kopf schießen. Der da seitlich weghängt. Der schönen Hive. Wunderschön. Ja, schön, Alter. Gut, dass du gesagt hast, seitlich. Ich hätte oben drauf geschossen. WB, nee, Max. Der Kopf ist an der Seite. WB. Bus. Die haben immer die grauen Haare da beim Kopf. Da sind wieder Rahmen, nicht geil. Tobi, wo bist du denn? Ich bin hier links Richtung Pelican Island Prison. Ey, yo, Tobi. Ey, yo, Arne. Catch. Oh. Oh, ins Wasser. Emotional. Jetzt hab ich wieder diesen Hammer werft. Ui, ui. Oh. Okay, Treffer. Hab ich Ronny getroffen? Ja, hast du. Du brauchst einen Perk, um den zu werfen. Ey, nicht punkten. Ich verarzt dich, Ronny. Hast du das Perk dafür, den zu werfen, Ronny? Nee, das ist... Brauchst einen Perk dafür. Rechte Maustaste wäre das dann. So, okay. Wie kann ich das fallen lassen? Eins drücken. Was? Wieder eins drücken für deine Hauptwaffe. Ah, okay. Ich wollte eigentlich Arne treffen. Doch, alles gut. Ey. Stört mich jetzt relativ wenig. Ich hab den Fliegen gerade. Nein, hast du nicht. Der flog nie. Er schwebte neben mir. He's levitating, right? Use the force, Luke. What the hell? Alter, du mit deinem Akimbo-Uppercut, das ist halt eigentlich auch schon illegal, ne? Ja, ich hab 34 Schuss für die Sparks dabei. Okay. So, hoffen wir mal, dass hier noch keiner ist. Oh Gott, da hätte ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Von Hundis sonst einmal fernhalten. Ansonsten, Ronny, da sie jetzt eh Krach machen, die Laterne da oben in der Mitte. Bitte? Da. Wunderschön. Ui, einmal wieder. Bitte Geschichtsstunde. Wusa. Dich? Haben wir's? Seven Sisters Estate ist noch einen Ort weiter. Aber hier war jemand. Ah ne, waren ja wir. Oh wow. Aber warte mal kurz. Ja, der Assassin hat sich nämlich genauso angehört. Mal gucken, ob ich was sehe. Du hast auch eine Spark Sniper, oder? Ja, hab ich. Junge, das wäre es jetzt, wenn man von hier aus was sieht. Wo muss ich hin? Einer läuft nach links, einer läuft nach rechts. Leute, ich. Ja, Arne will gerade kurz nochmal darüber schauen. Hier ist ein Hinweis in so einem komischen Käfig. In so einer komischen Käfigfalle. Hier kann Ronny sich Upgrade-Punkte holen. Ich brauche eh keine mehr. Was kann ich holen? Upgrade-Punkte. Skill-Punkte für deinen Hunter. Ja, ich komme. Wie komme ich da hin? Drin rumlaufen. Du bist doch schon auf dem richtigen Weg. Okay. Moin. Da. Moin. Und da hast du nochmal Geld. Bereits erhalten steht hier. Bitte? Beute bereits erhalten steht hier. Ach, dann warst du hier schon. Nee. Dann hast du gerade einmal schon gedrückt, dann hast du schon mitgenommen. Ach so, okay. Hier wäre Consumables, falls irgendwer was benutzt hat. Nee, hab ich nicht. Tobi? Nee. Willst du zu Seven Sisters Estate oder willst du bei Seven Sisters Estate? Ich hätte lieber angegriffen. Gibt gar keine Map auf. Ach, auf Tab ist die Map, okay. Ja. Ronny, willst du lieber einen Boss töten oder Leute, die einen Boss getötet haben, nerven? Im Endeffekt weiß ich es nicht. Kann ich dir das jetzt nicht wirklich adäquat beantworten? Was wir jetzt machen und nach Tobis. Plan ist zum Boss laufen, töten, in das Haus gammeln, Bounty aufnehmen, laufen, sobald wir können. Vielleicht kämpfen, wenn draußen welche abfacken. Oder wir gehen andere Leute abfacken, die schon einen getötet haben und jetzt gammeln.
Ja, dann würde ich eher Tobis Plan verfolgen. Okay. Weil campen kann ich besser als kämpfen. Wenn ich gut die Einstellung. Ist man mit Handfeuerwaffe schneller als mit Gewehr? Nein. Macht keinen Unterschied. Okay. Ach nein, nicht immer. Den Glut-Typen nicht mit abschießen und nicht mit was Spitzem hitten, Ronny. Ich also hab mit nichts Waffenschaft. Anderes. Waffenschaft Schade. Kannst du schlagen. Ah, okay. Kann ja mit Spezialeffekt. Geh mal Tobi helfen. Ja. Na gut. Können wir raiden. Danke für den Hit, mein Großer. Bitte. Perfekt. Hallo, jemand da? Nein. Ich werf mal kurz der Spinne eine Bombe an den Kopf. Hallo, Spinne. Geh mal da noch kurz nicht rein, Ronny. Oh, okay. Tobi will erst noch Spaß haben. Ich versuch's ja. Zumindest. Ronny, deine. Oder auch nicht, er kann sich nicht entscheiden. Ronny schlitzt erstmal mich weg. So Entschuldigung. Ach, alles gut, macht ja keinen Schaden. Kann ich dich irgendwie retten? Oder nö, oh, sie springt daneben. Oh Gott. So, perfekt, wir dürfen sie stechen gehen oder schießen oder... Und der Emo macht die Tür kaputt. So kommt die Tür. Okay, ich hab sie getroffen. Ja, fies. Musst du noch ein paar Mal. Das ist fies, ekelhaft. Ja. Okay, das Timing war gerade echt geil. Pieks. Fand er gar nicht geil, Tobi. Ich wurde direkt umgeworfen. Glaubst du, hier ist schon wer in der Nähe? Kann ich die Tür hier zumachen? Nee. Hey, mehr Web zu sehen. Wo war denn der Heal, den ich gesehen hatte? Ja, oh. Ronny wurde bestiegen, Tobi. Ja, ich finde leider keinen Hammer. Kann mich irgendwer heilen? Hier draußen ist ein Heal. Stech den da bitte einmal. Sehr schön. Gleich nicht Panik. Da kommt was geflogen. Bleib einfach da. Schwierig, ich fühle böse Vibes. Hatte jetzt keine Stamina für den Immo. Tobi. Hier wäre nochmal hier. Ja? Liegt hier zufällig irgendwo ein Hammer oder so? Ich bin schon am Ehepaar, suchen. Fragezeichen, Kappe? Ah ja, ich habe einen Diller. Hand hat übrigens den Deutschen Computerspielpreis gewonnen. Hey, sehr schön. Für das beste deutsche Spiel, glaube ich. Ich habe hier so eine coole Falle gefunden, Leute. Hand ist ein deutsches Spiel. Von was deutschen Entwicklern? Ich habe eine Falle gefunden. Bärenfalle? Hm? Eine schöne Bärenfalle. Kann ich Crytek die fallen lassen? Die kannst du platzieren, ja. Nee, fallen lassen. Ich kann, also ich will sie gar nicht platzieren. Ihr wisst doch, was einfach deine noch. Waffe drücken. Ist eigentlich immer, wenn da. Du so eine Dinger aufhebst, Ronny. Dann. Wieder die Waffentasten drücken. Bärenfalle. Das ist eine Baut, die schimmelt da noch. Wurde auch bis jetzt nur eins gepickt. Ja, das meine ich ja, das eine, was gepickt ist. Das passt. Herr Spudermann, kommen Sie bitte runter von Ihrem Thronsaal, Sie sind nicht Kevin. Spider-Man. What? Hier ist noch eine Falle, den nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Ich habe auch immer noch Levering, ne Tobi? Ich habe auch noch eine Lampe gefunden. Wollt ihr das Vieh vielleicht abfackeln? Stimmt wohl, Tobi, ist das Spinne. Wir hätten es abfackeln können. Ja, aber die Fackeln kannst du auch behalten vorerst.
Eins. Ich höre irgendwelche Schüsse oder Explosionen oder irgendwas in dieser Richtung. Ich wollte es mit einer Schokbombe töten, Tobi. Du hast gesagt deins. Ja, aber da meinte ich, als du mit Dings gespielt hast. Mit dem... Sag schnell. So, wann jetzt kannst du hier reinkommen ohne Probleme? Muss ich? Ist wahrscheinlich am besten, ja, bevor okay. Du dann draußen bist. Weil ich jetzt eigentlich auch meine Fallen hier unten hinstellen wollte. Tobi, mache ich die Treppe hier nur? Nee. Scheiße, wo ging's hier denn nochmal rein? Zurück, Ronny, zurück. Hier unten, Ronny. Du hast da, glaube ich, gerade eine Freundin von dir wach gemacht. Ja. Oder hast du die schon gekillt? So. Nee, die wackelt da, aber die ist nicht schädlich. So. Bin ich hier jetzt richtig? Ja, okay. Ich mach hier unten die Türen getrappt, Tobi. Ich mach die und das Fenster hinten. Ich hab hier zwei Bärenfallen zu legen. Die habe ich mal mit reingebracht. Warte, eine Bärenfalle? Okay, dann mache ich vor das Ding hier eine Trap und eine Bärenfalle und das Fenster. Ich komme und hol mir die Bärenfallen. Wie gesagt, ich hab da extra zwei fallen lassen. Wo? Da, wo ich gepinkt hab. I don't recall the ping. Wir haben hier ganz viele Laternen noch umzulegen. Ja. Damit fackelst du die Leute ja ab. Braucht noch wer die andere da vorne, sonst würde ich die mitnehmen. Nee, kannst du mitnehmen. Weil nicht, dass sie beim Fenster drüber hüpfen. Nee. Wäre ja auch scheiße, oder Tobi? Total. Ich scheine da hinten ausnahmsweise mal haben, oder? Ja. Kluge Worte von Paimon. Wollen wir denn danach bei dem vorbeischauen oder uns bucken? Naja, können wir ruhig machen. Sofern die nicht zu uns kommen. Ja, mir ist ja egal, ist ja. Von mir aus ist es Ronnys Entscheidung. Herrn Baden haben wir jetzt auch hier. Ihr habt die Erfahrung nicht, ich stelle. Aber du bist unser. Unser Idol, unser Onlyfans-Meister. Ah, mir fehlen auch drei, okay. Hotte Hüß? Aber ich glaube, die werden von den Schüssen wild, oder? Wahrscheinlich schon. Oh, für mich die nächste Quest. Oh. Moving the right direction. Tove, Alter. Ja, moin. Ey, Tove. Tove. Tove, mein Kopf ist matsch. Wäre ich mit dir lieber... Ach, unter mir. Da ist gerade irgendwas explodiert, habt ihr das nicht gehört? Ja, aber war ein bisschen weg, glaube ich. Wollen wir Ronbon gleich einen Token geben? Mir wurscht, können wir ruhig machen. Ja, mir ist wurscht, deswegen frag ich. Warte, welche Waffen hast du? Ich hab das längere Visier. Aber ich hab noch. Ja, okay. Also ich und Ronny, oder wie? Ja. Hier ist übrigens ein Hammer, ne? Ja. Hammer wieder. Hammer. Well, so darfst du hier jetzt einmal F drücken. Rausholen. Nichts gesehen. Ich hab. Du hast jetzt einen Bounty aufgenommen. Du trägst jetzt unseren Loot, Ronny. Nice. Und jeder sieht dich auf einmal, Ronny. Perfekt. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Anfänger. Hast du hier irgendwas getrappt, Tobi? Nee. Nee. Einfach weißt du, was das Gute daran ist, Ronny? Sie können dich einfach als Falle verwenden, um die anderen einfach niederzukniffen. Lol. We would never bait our little precious Ronny.
How could you, Kevin? How could you just assume such audacity? I double dare you. I triple dare you, motherfucker. Wollen wir da jetzt Peekaboo mit den Boys spielen, ja? Ja, gucken wir vorbei. Schauen wir uns den Spaß mal an. Ronny. Letztes... Ja, bitte? Was du denn gleich machen müsstest, ne? Oder zeitnah wäre einmal E drücken okay. Und dann euch im Kreis drehen. Der Timer sollte nicht weiter runter als 4 gehen. Einfach nur gucken, ob du irgendwo orange Leuchtviecher jetzt, siehst. Jetzt sofort? Nö, gleich, wenn Tobi callt. Pass noch auf, deine Hände sieht man dann auch immer orange. Die sind logischerweise nicht von Interesse. Nur was du in der Ferne so sehen würdest. Also ich verstehe das schon, was du Tobi, wir sind schon ziemlich close, sei dann leicht dies. So close jetzt auch nicht. Ronny, magst du mal gucken? Warte, was? Geh mal noch Tobi hinterher ein Stück und warte, bis Tobi sagt, guck mal. Jetzt kannst du mal gucken, Ronny. Ich bin noch nicht bei dir. Was muss ich drücken? E, ne? E und einmal im Kreis drehen und schauen, ob du irgendwo was Oranges siehst. Nein, habe ich nicht. Okay. Aber das liegt daran, weil das einfach so mega schnell abgebrochen hat nach einer Sekunde. Achso, E gedrückt halten. Du musst auch E kurz gedrückt halten. Also E gedrückt halten, kurz schnell im Kreis drehen, schauen, ob du was siehst, wieder aufhören. Bei in Richtung da habe ich jetzt was Oranges gesehen, aber es kann auch okay. Arne gewesen sein. Deine Ahne wird dir nicht angezeigt. Dann habe ich da was gesehen. Das bedeutet, dass du ja, Feinde sind. Einer ist hier close, Tobi, und zwei weiter da hinten, weißes Haus, würde ich schätzen. Aber ich habe jetzt auch nur nach vorne geguckt und nicht wirklich zu den Seiten, Tobi. Also niedrig, niedrig und hoch. Okay. Was ist das da? Eine Hive. Achso. Kannst du getrost ignorieren? Übrigens, Ronny, du weißt, ne, was du da im Orange siehst, sind die paar Gegner, die anwesend sind. Da ist gerade aber nichts. Du hast wahrscheinlich wieder zu kurz gedrückt. Nee, da war wirklich nichts. Ah, die sind ein gutes Stück hinten, Tobi. Warte, ich guck nochmal. Ja, 3 Stück. 30 Grad. Einer closer als die anderen, also pass auf. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Da hinten, maybe. Ja, das schau ich grad drauf. Ah, hab einen gesehen. Hat einen Hit. Sehr schön. Ein Bounty läuft links rum. Den auch. Wo? 0 Grad. Jupp, seh's. Ich seh keinen. Sind da auch schwer zu sehen. Hat einen Hit, Tobi? Ja, naja, sie sind da. Der Stein. Ne. Ist nach rechts weggelaufen. Häng an das Fenster, Tobi. Ja, da habe ich gerade schon eben reingeschaut. Ich weiß nicht, ob da hinten gerade einer lang gehuscht ist. Da ist gerade einer lang gehuscht. Nach rechts wieder zu dem Haus hin. Hier ist so ein ganz fetter irgendwie. Ja, das ist mein Onkel, den Headsman da hinten.
Soll ich also, mal gucken, Tobi? Kannst du, brauchst du aber nicht. Ich hab 2 Sekunden, also lass ich's, glaube ich, lieber erstmal, ne? Ich hab auch 2 Sekunden. Hallo, als ob der gerade echt irgendwann doof. Ja, okay. Denk dran, dass die Prostituierte irgendwo links rumläuft. Naja, die hab ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Ich seh grad irgendwie gar keinen mehr. Soll ich mal gucken? Naja, brauchst du nicht zwingend. Die sind aber irgendwo mitten im Compound, wenn du mal auf der Map schaust. Oh jo, die sind wieder weiter reingegangen, stimmt. Und du willst diese Lulu haben, die irgendwo da hinten sich an abschimmelt. Wenn ich sogar versucht hinter uns zu laufen. Da vorne ist einer. Können die nicht auch über die Brücke da kommen? Die können von überall her kommen, theoretisch. Da liegt doch einer tot. Ich mach mal kurz was, sonst nerven die mich. Natürlich war das eine wieder kein Headshot, ne? Ach so. There are leaves around. So up and on. And I know just the tune to accompany them. If you wish to hear. Wo seid ihr? Da hinten. Mit drüben. Wird hinten durch. Okay. Ich wollte fragen, schwebt die Fackel, aber nein. Das hängt an einem Seil. Okay. Wie geht das hier noch? Kristall! Headshot. Da ist oben da? Liegt tot, ja. Im weißen Haus, rechtes oder? Fenster, weißes Haus, rechtes Fenster tot. Soll ich gucken? Kannst du machen. Ich schau gerade drauf. 2 vor dir. Was heißt vor mir? Linke, nicht beim weißen Haus. Nee, relativ dicht bei dir eigentlich, links irgendwo gehalten. Ja, unten, hinter den Mehlsäcken auf der anderen Seite. Ganz was hinten. Da hinten also war ist der. Mir ping. Das sind also theoretisch hoch. Da oben ist einer hingegangen. Ich habe gerade oben einen Kopf gesehen. Okay, ich also die hier im rechten Fenster. Ja, passt Fenster ich auf. Ich habe einen Schuss abbekommen von irgendwas. Ja, mir wird gerade geschossen. Oben rechtes Fenster lebt wieder. Tobi, ich bin auf dem Dach oben, nicht, dass du dich wunderst. Jo. Die Lulu ist links. Da ist links, da, okay. Also Tobi, ich hab noch 6 Schuss, ne? Nicht so geil. Ja, ich hab vorhin die ganze Zeit auf die Lulu gehalten, als sie der Meinung war, vor mir her hin und her zu strafen. Oh, einer ist nach Heritage Park gelaufen, Tobi. Aber warum nur einer? Muni holen. Darf ich dann auch schnell? Ja, okay, dann ist 2 gegen 2. Ich beeil mich auch, ja? Tu was du nicht lassen kannst. Er macht den Chris. Ja. Willst du, dass mir mit Fatih Muni leer geht? Wir nehmen halt auch mal Loadouts ohne Muni. Ich meine, ich hätte noch 27 in der Winfield Vandal, aber das wollte ich jetzt nicht auf Range bespielen. Ich weiß nicht, ob der Tod ist, hat auf jeden Fall einen Hit. Also ich habe was gehört, dass da irgendwas... Wenn du einen lautstark schreien hörst, Ronny. Ja, ich habe nur so ein gehört. Nee, ja, das war ich. Wo sind die denn, Tobi? Ich sehe halt... Da ich war, guck da halt war immer der auf das gerade. Weiße Haus. Da unten in so einer Ecke. Okay. Ich kann hier hoch. Dirty. Nee, das ist es noch kurz durch, ich bin gleich bei meinem Supply Point. Hat nichts mit Durchhalten Ach, zu tun. Ich glaub schon. Mensch, Kasua, stell dich doch nicht so an. Den kommt mit dem kann ja wieder sein. Ich hab noch 2 Sekunden, soll ich noch mal gucken oder ist es erstmal egal? Nee, brauchst du jetzt nicht gucken.
Heritage Park kommt, glaube ich, wieder, ja. Hallo, von hier oben komme ich dran, logischerweise. Ja, ich komme auch weh. So, Clank. Ich will nicht wissen, wo hier bitte dieses komische Resonanzding ist. Distance. Da muss schon wieder einer hier sein. Zumindest kam der Schuss aus der Richtung. Time to go! Wahrscheinlich das festbewachteste Experts. Nee. Deutsches Vorratswurfbach, ey. Ich glaube, da habe ich gerade was gesehen. Links vom Haus, ja. Hat einen Hit. Ich weiß nicht, ob tot oder ich nicht. Ich habe Aura getroffen. Einer hat einen Hit. Der ist jetzt hier reingerannt. Okay. Notfalls können wir ja immer noch Abort Mission nach hinten hinweg machen, ne, Tobi. Das ist unter uns in der Exit. Ich meine, Notfalls. Aber ich glaube, der hat jetzt meine Position auf dem Dach hier revealed. Na, du hast einen Schalldämpfer, da wäre ich mir nicht so sicher. Schalldämpfer anhand zu finden, von wo er schießt, ist echt schwer. Sicher ist sicher. Ja, klar. Also die sind immer noch relativ hinten gehalten, ne, Tobi? Oder wo schießt? Irgendwas hat auf mich geschossen. Ronny? Weiß nicht. Nee, Tobi. Label. Das war wieder die Lulu. Vielleicht aus dem Fenster. Oh, du bist ja auch direkt vor der Tür, Digga. Oh, lol. Ja, ich weiß, wo die Lulu ist. Ich hab sie, ich hör sie. Ja, fuck, mit dieser dummen Flash und einer Dolch, Mann. Dolch und Flash, Digga. Jetzt jagen sie dich, Ronny, jetzt jagen sie dich. Küche. Ja, die ist so schlecht, die muss eine Autotacker spielen. Autotacker? Dolch. Achso. Ja. Und was hätte ich jetzt machen können, also... Hier umschießen, aber... machst du auch nicht viel, wenn die eine Dolch bespielt. Umschießen... Aber schießen die nicht um, Arne? Mein Gott, Arne. Ja. Was egal, meine typische wieder? Handrunde hat gepasst. Was lässt denn du dich wieder an so einen ungünstigen Stellen umnatzen, Tobi, hä? Ja, schlimm, ne? Ja, abartig, Alter. Lässt dich da am offenen Feld halt umschießen. Ich wollte halt wirklich dahin, um Tobi irgendwie wieder hochzuholen. Ganz vergessen, die stand seitlich von Tobi, die hat dich wahrscheinlich dann auch ganz entspannt umgedrückt. Die hatte mich schon durch die Seite getroffen gehabt, durch die Tür. Ja. Nee, die stand halt da quer zu Tobi, die hat nicht von vorne geschossen. Zum Geist. Oh, Tobi, der Hunter sieht doch schön aus, oder? Drei dicke Balken und dann Bogen und Akimbo Dolch. Ja, war doch eine typische Handrunde, total schön. Warum beschwerst du dich, du hast deine zwei Kills? Eben, war doch eine typische Handrunde. Ich sehe da gar kein Problem drin. Ja, ich gehe ohne irgendwas da raus. So wie immer. Was für, du sagst? Hast du mich schon verstanden? Nee. Du dreckiger du. Du kleines Dumpling. Nee, du bist hier ein Dumpling, du Dumpling. Junge, wenn ich ein Dumpling bin, dann bist du ein scheiß Strohhalm. Nee, Alter. Doch. Wenn du so um die Ecke kommst, bist du ein Punching Bag. Wenn ich ein Punching Bag bist, dann bist du legit einfach ein Lauch. Also nicht mal die Beleidigung. Abgeschlossen. Oh, Ronny ist aus dem Trainingsmodus, so ein Scheiß. Jetzt bleibt dein Hunter tot, wenn du tot bist. Na super. Na super. Still not what I'm searching for. But where is it? I'm sure I'll be here somewhere. Tobi? Ja. Für Ehre? Ich bin dumm. Was für Ehre kommst du jetzt? Nein, ich will nicht gegankt werden. Okay. Okay. Jo. I mean, that's an Angebot, I guess. I mean,
Bist du jetzt überhaupt noch da, Ronny, oder gehst du jetzt gleich? Kurz bin ich noch da. Okay. Wir können noch ein, zwei Videos schauen, wenn Ronny noch da ist. Und dann, falls ihr da Bock drauf habt. So, können wir machen. Was willst du als Videos reinwerfen? Keine Ahnung, vielleicht Mechanical Problems oder... Oh, was ich gestern mit Chris und Tim geschaut habe. Na gut, Chris kam später dazu, aber vor allem Tim war... Idiots in Casa war, kenne ich von dem Subreddit schon alles. Ja, das ist super. Oder tun wir... Oder... Was kommt jetzt? Wir schauen Being Black in Germany. Nein. Das hört sich unglaublich langweilig an. Ach nee. Being Black in Germany ist ganz einfach vergasen und fertig. So, ich mache ein Video rein. Zack, zack, zack. Muss hier den Link kopieren, ganz vergessen. So eine Scheiße. Ja, ich habe ein Video, was ich reinschmeißen kann. Oh. Solange es nicht wieder 1,5 Stunden geht? Nein. Solange es nichts irgendwas Deutschrap ist? Nein. Dustem. Bitteschön. A really thick plan. Stimmt ja schon mal das hier. Chris sucks balls. No. Lull. Ja, ich hab immer noch den Fake-Namen drin. Ja. Ja, Mann! Linker Fluid, Alter. I love hot moms. Okay. Wie Alter. Power Trunk almost decapitated. Jo. Digga, mach mal nochmal zurück. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen gerade. Lol. Digga, und das ist auch noch ein Lambo oder so. Ne, das ist so ein KTM. Ein Lambo. Oder ein Lambo, ja. Von Lichtern her war es ein Lambo. Irgendwas ist falsch. Bipolar oder was? Oh oh. Kollege. Weißt du ja, was er tut? Bin mir nicht sicher. Slap it with a towel. Hoffen wir mal, dass es kein Lithium ist. How do I fucking do it? Oh. Ey. Nicht in der Öffentlichkeit. Digga, was? Ist er ein bisschen aufgeregt? Alter. Junge, da hast du. Da hast du dein Handgelenk dann auch durch. Das war's dann mit dem Handgelenk, Digga. Oh Gott, das geht doch schief. Das ist alles sonst wo. Oh, das flüssige Gold. Putin weint gerade, seine Panzerketten hätten damit mindestens eine Meile kommen können. Ja. What the fuck? Oh, oh! Ach, Scheiße! Das ganze Auto liegt im Unterboden. Constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Ach, du Scheiße. Das ist ja schnell. Soll das offen sein? Ah.
Sicher kann ich nicht. Mir nicht vorstellen. Das Differential soll sicherlich nicht offen sein. Now we're talking. Oh, so peinlich! Oh, so peinlich! Oh mein Gott, so peinlich! Alter. Krach, boom. Digga. Geil. Irgendwie geht er mal offline, ne? Ja, ja, bye bye. Gute Nacht. Na, tschüss. Tschü. Ja. Einfach eine Ölwanne. Nach wie vor. Sie schwungen. Das Geschütz. Alles klar. Alter, nicht im Ernst. Alter, deswegen. Oh nein. Oh, das ist peinlich. Einfach von der Hebebühne gefallen. Ja. Da freut sich die Versicherung. Absolut. Aber das ist auch noch ein Mustang, oder? Nee, ist ein Champion. Nee, ist ein Ram. Dodge, ja, Dodge stimmt. Oder ein Charger. Ist aber gut. Oder sowas in der Richtung. Oh ja, geil. Kriegt es da vor allem erstmal runter. Mhm. Hoffen. Ja, man, das so muss man ja, das Gewicht die anbringen. So bleibt immer im Gleichgewicht. Ja. Das Wuchtgewicht wuchtet sich selber ein durch die ganzen Fliehkräfte. Digga, was macht es? Bro. Du hast dich getäuscht. Alter, schlief der einfach ein. Blockiert, war Psycho da am Werk? Das Wandfarbe? Muss das so? Das war Psycho. Wollte er nicht Autolackierer machen? Irgendwas in die Richtung, ja. Ja. Yeah! Digga, ist doch kein PC. Was hat der denn da gemacht? Ah, dann läuft. Oh mein. Komm bitte, North oder so. Komm, North oder Alter, so, bitte. So ein komplett offener. Oh mein Gott. Mann. Alter, Propan. We need to go deeper. So. Alter. Let's go deeper. Bro, was ist das? Dieser, die Knob, ey, die ist es. Ja. Oh Gott, nee. Ja, da gehst du doch nicht wegen dem Unfall drauf, Mann. Da gehst du drauf, weil das Ding dir um die Ohren fliegt. Ja. Nee. Hat er das mit normalen Bro. Schellen befestigt? Bro. 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 Oh no. Was ist das denn? Okay, das ist nice. Only in America, aber. Digga, das feier ich. Das ist wirklich. Alter, yo, mit also Sitzen! Zurück und aufladen. Mit extra Sitzen. Hab ich so gehört. Sowas kriegst du in Deutschland keine Zulassung. Ja, die werfen dich wieder raus. Ja, schade eigentlich. Ist doch saugeil. Alter, da kriege ich meine Energie. Dankeschön. Bladi in der Werkstatt. Oh mein Gott. Das Auto freut sich ein bisschen. Das ist ein altes Auto.
Alter. Junge, da kommt ja ein richtiger Strahl raus. Digga, wo kommt denn das her? Alter. Da kommt ein bisschen Öl raus, oder? Au! Der Car doesn't feel so well. Oha. Ja, yeah. Perfekt. Shine down, wind strider. Rain outlines your face. Das Ding fällt, ja. Witness the power of Ghost Gold. As one with wind and cloud. Und auch wirklich wahrscheinlich mal mehr zurück auf die Straße lassen. Alter, das sind Walnüsse. Ja. Das sind Golfbälle. Nein, Walnüsse, weil du unter dem Walnussbaum parkst. Oh mein Gott. Ja! Ja, ich höre sind so geistig. Orders given. Orders received. Let me weave you a verse. Wind strike. Alter. Illusion shattered. Now you shall perish. Nee, da vorne ist beim Rad. Radschaften. Oh, Dankeschön. Alter, oh. Boah, es ist grob. Digga, der Praktikant tut mir jetzt schon leid. Ja, Mann. Der darf das schön fegen. Alter. More walnuts. Oh, Alter, das ist so grob. Die Jungs haben natürlich wieder Spaß. Das ist ein Eichhörnchen? Also ich schätze mal. Das kann ja nicht einfach so da reinfallen oder so. Naja, es muss auf jeden Fall ein Tier gewesen sein. Und das Einzige, was mir halt einfällt, ist... Alter! Das Einzige, was mir einfallen würde, Waschbär, aber ich glaube, die würden das nicht machen in einem Auto. Also, mal Eichhörnchen. Mit der Marder sammelt der echt so? Nö, das ist der Feste, lieber nee, die Dämmung im Dachstuhl. Marder sind Fleischfresser. Ja, wir haben ein paar ausgestopft im Haus. So, da hat Ronny da jetzt reingepackt. Daily Dose of Internet. Boah, ja, Mann. The fuck? Was? Pack das Stück Fleisch wieder weg. Oh. Oh mein Gott, ist ja süß. Sowas darfst du eigentlich keinen Papagei anstiften, Digga, wenn der dann in die Nachbarschaft kommt. Was? Alter. Whip. Oh no. Stimmt. Was? Ja, brauchst aber eine gewisse Lichtfrequenz und nur ganz kleine Diamanten. Oh mein Gott, ich seh's. Hab ich schon gesehen. Oh mein Gott. Hoppala. Maybe. Geil. Oh, Jesus, selber Gehfehler gegeben. Das war der Emu, der sich mault. Boah, geil.
Bis du auf so einem Balkon aufschlägst, dann nicht mehr. Wäre mir so scheißegal, wenn ich nicht so fett wäre, ich würde so viele Sachen machen, die dich einfach das Leben kosten können. So aus Fallschirmspringen und so ein Shit. Okay. Die Augen sind schon so geweitet. Ja, Digga, ich gehe. Ist gut, tschüss. Das der Lux hat sein Spielzeug gefunden oder Berglöwe oder was auch immer es war. Ja. Leute. Okay. Komm, Tobi, aber nochmal ein schönes Idiots in Cars für Ronny. Oh, nee. So, ich will auch. Idiots in Cars. Wehe, es ist nicht gut, Alter. Wehe, es ist nicht gut. Ich muss erst eins suchen, ich dachte, du suchst. Ja, warum soll ich denn für dich suchen, wenn du es willst? Damit es dich fließt, indem du es dir selber raussuchst. Okay, von mir aus. Alles klar. Idiots on the road. Nee, in Cars schon. Oh, ich hab halt die Fresse. Idiots on the road. Was habe ich da vor 2 Tagen? Schau mal. Ich habe eins vor 22 Minuten. Ist es denn ein Kanal, der genug Aufmerksamkeit hat dafür? 188.000 Abonnenten. Ah, 600.000 habe ich. Abonnenten-Battle, so. Was ist denn in dem Fall Tobi gewonnen? Moin. Wo wollte er hin? Er hat auch nicht mal Anstalten gemacht, an der T-Kreuzung zu bremsen, Digga. Nee, er wollte geradeaus. Ach, Digga. Only in Amerika. Weil alle ihren Pickup haben. Alter, was will da denn durch? Also Russland, ja, Polizei. Wie sie alle hinter dem herfahren. Oh mein Gott, wie geil. Aber wie sie auch alle hinter dem herfahren, ne? Alter, wie geil. Oh, Bruder. Alter, wo? Ich sehe kein Auto, ich sehe noch keins. Moin. Und das ist noch der Kopf. Und die Polizei. Und vor allem am Hupen. Oh, herrlich. Oh Gott, Alter. Was wird das? Moin. Ja. Alter, wo parkt man ein? Der will den umfahren. Er will den umfahren, legit? Das ist doch wieder irgendeine Ex in Amerika. Wollte gerade sagen, ja. Und das ist wahrscheinlich auch noch sein Auto. Alter! Ey, guck mal, aber das Vordach hält ohne Pfeiler, ohne Säulen. Oh, Digga. Ja gut, die kann danach auch Privatinsolvenz gehen in Amerika mit den Versicherungen, die du da hast. Beziehungsweise die nicht vorhanden sind. Die scheint aber in der Nachbarschaft zu sein, wo keiner eine Waffe hat, sonst hätte ich schon eine durchs Fenster bekommen, sei der Puff. Ja. Alter, geht sie noch für eine Runde? Ne, sie haut ab, okay. Lecker. Zug. Ja, Zug, Autozug. Oder? Na. Abgrund mal, ne? Na, nee. Nicht, okay. Leitplanke. Mit dir geschrieben nebenbei. Junge. Ich mit dir geschrieben. Digga, mach mal nochmal zurück, das habe ich nicht kapiert. Alter. Siehst du da diese Spur ankommen gleich rechts, Ronny? Da rechts ist der Highway, auf dem er fuhr. Ja. Jetzt rechts, das ist die Straße, auf der er ankam. Und jetzt musst du hier mal rechts in das Feld gucken, da siehst du jetzt gleich Spuren. Der ist da sind die Spuren. Da hinten ist er von der Straße abgekommen, ist hier durch dieses ganze Tal gekachelt. Und dann... Denn die fahren ja hier auf einer Erhöhung den Berg hoch über die Straße gesprungen, da gelandet. Oh, Bruder. Das hätte ich gerne aus hier der Deathcam-Perspektive gesehen. Oh ja. Das ist viel geiler, wie er sich auch noch darüber amüsiert, Alter. Ja, das ist mir nicht, Alter. Der Judy. Aber der ist da clean aufgeklagen, der ist nicht weitergerutscht, wenn du mal guckst, also keine Spuren. We send it a little too hard. Yes. Full send. Bump. Er fährt doch. That's how you pick up. Aber ich wollte gerade sagen, kannst du halt auch mit dem Pickup bringen, ne? Das macht ihm nichts aus, also. Mit Power. Oh Gott. Moin. Oh ja. Ich versuche mal wieder Untertitel Warper.
Ja! Da hat sich wer zu viel erschreckt. Beim Hupen. Alter. Ja, es ist ja, das, was das ich ist denke, was es ist. Ja, ja, der bremst und dann rutscht der so den Hügel. Boah! Oh. Richtig gekegelt. Guck, oh mein Gott, rutscht. Was Digga, guck, und in den nächsten. Und noch Curling. Eins. Und dann noch mal eins. Digga, die spielen einfach Curling. Oh, der LKW rutscht. Alter, geh doch vor dem LKW weg, auf. Mann. Den hältst du nicht auf. Oh, guck mal, das eine rutscht da auf, oder das zweite. Das ist Vorsicht, awesome. Jungs, weg da, Jungs. Jungs, der LKW baut Speed auf, aber es werden immer mehr kleine schwarze Männchen. Der LKW geht gleich rechts in die Autos. Ne, okay, die haben ihn nach gerade. Oh ne, die drehen ihn noch weiter. Einer hat sich gemault hinten. Alter. Oh Gott, wenn ich da schon diese Wasserspur sehe oder was es ist. Oh jo. Und Aquaplaning. Oh jo. Oh, oh ja, die Frau war ja kurz vor dem Tod, ey. Alter. Wherever in this world I roam. Was passiert jetzt hier? Ne, die haben schon gekuschelt, die beiden. Achso, die haben sich berührt, ja, lol. It is the ineinander. Last link I have to the land of my birth. Hey? It's a Jeep thing, you wonder. Was ist denn? Ja, ist du rutscht, so. du rutscht. Da ist ein Graben. Da ist Schnee. Oh, ich ahne Böses. Moin. Um. Tschüss. Oh mein Gott. Oh, und er kommt parken. Hat der extra zugemacht, Alter, damit er wieder aufmachen kann. Ich hab gehört, wir machen das jetzt hier noch fertig und danach machen wir mal Schicht. Ja, Mann. Moin. Schwierig. Aber er reagiert auch spät, ey. Der war auch zu sehr mit Hardpass beschäftigt. Hey, das war rutschig. Da kannst du dich also kannst du zwar versuchen zu bremsen, wow. Bringt halt aber nichts. Alter. Die Stoßstange ist trotzdem hin. Ja. Bläh. Wow. Russen und Amis einfach die schlimmsten Autofahrer. Digga, das war auch. Ist. Wie gesagt, Russen und Amis die schlimmsten Autofahrer. Na, blöd, Giovanni Frost. Blöd. Inazuma scheint eternal. Lol. Alter. Da ist er reichen, oder? Er hat eine Reife verloren. Er ist einfach eine Reife. Digga, was war denn das? Keine Ahnung. Das kann nicht gut gehen, da kommt ein Auto. Ohne Licht. Okay, faster. Und jetzt die Parks. Oh. Super, ja, der fährt. Let me weave you a bird. Der kriegt die Kurve nicht. Wheel of Life. There is no escape. Ich bin rübergekickt worden. Torn to oblivion. So, was passiert hier jetzt? Was war denn da? Da war irgendwie kurz Feuer am Auspuff. Erstmal die Kinder drin lassen. Tot. Alter, der frisst ihn ja halb. Ja, aber ey, jetzt mal ernsthaft. Warum kann man da nicht einfach kurz mal vom Gas runtergehen? Guck mal, der hat ein Set unten rechts. Bonk. Verdient gelöscht. Was ist halt denn das für eine Kameraposition? Dunk, Alter, irgendeiner aus seinem Hochhaus da direkt an der. Die fahren Kreuzung. Auch alle weiter. Übrigens, da könnt ihr und immer weiter. Nö, rein. Einfach rein da, rein, wie Schokobons, Digga. Oh, Hemmet Transport mit Anhänger. Ah, perfekt. Perfekt rein da. Njong. Bonk. Alter, what the fuck? Alter. Digga, den Split hat er gekegelt, sag ich dir. Ja. Den Split hat er gekriegt. Und noch schön in den neuen X3 rein. Ja, geil. Wo ist der hin? Fährt weiter. Magic.
Fährt einfach weiter. Digga. Also manchmal. Tobi, ich hab noch eins von gestern, aber nur der Anfangsclip, ne? Keine Sorge. Der ist wild. Also ich find's nett, wie die Tür aufmacht. Ich find's super, wie die Tür aufgeht, bevor er drin ist. Wenn man guckt, Alter, die Tür geht auf und kurz erst danach kommt er. Boah, kennt ihr... Da? Kennt ihr, zufälligerweise Meat Canyon, den YouTube-Kanal? Sag mir grad nix. Ich find auch super, wie der Counter besser gebaut ist als die Hauswand. Oh ja, der Counter hat alles ausgehalten. Der macht diese ganz, ganz cursed Scheiße. Oh, wenn ich das schon sehe, ist das schlimm. Alter. I don't like this. Das kann meine Power wirklich so schnell flirten. Ich befürchte es irgendwo. Dieses ist einfach nur an den Gegner, das reset wird. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß zumindest nur, dass ich den Schneller weg haben wollte. Digga, was guck ich hier gerade? Ich hab keine Ahnung. Was ist das auf der Punkt hierfür? The fuck? Ich hab halt legit nichts mehr aufladen, jetzt mir die Kristalle. Ist voll doof. Ich kotz gleich, Alter. Same. Die Jungs wollen sich aber auch keinen Gefallen tun, oder? Ich möchte sowas nie wieder sehen. Digga, Bobi. Ronny, damit du was zum Rausspülen hast. Ach, ich jetzt. Wir wissen gar nicht, was wir schon gesehen haben. Ich weiß, ich bin den Anfang, aber das ist super. Der ist komplett abreißt. Ist der überhaupt der Airbag ausgelöst? Man sieht's nicht, aber also was da auch alles mitgeflogen hat. Ja, die Dämmung, also der, ich meine, das ist, der sieht aus wie an einem Flughafen oder so, so eine Rent-a-Car-Station. Der wollte das Auto nur wieder abgeben, per Express Delivery. Mhm. Halt straight durch die Wand und was alles an Müll da aus der Tür schießt. Wäre so lustig, wenn jetzt einfach die aus dem Konter so vorkommt, ne, und auf der Motorhaube unterschreibt für die Zustellung. Ja, sie sind bei uns versichert, sehr gut. Hier wurde vor 4 Stunden hochgeladen. Okay. Junge, aber können wir ganz kurz besprechen, wie sich das einfach eins zu eins wie der Lego-Sound angehört hat? Ja.
Da weißt du, was das für hohler Kunststoff ist. Digga, was macht denn er da? Alter, er ist richtig bereit. So mache ich mich ready für Ronny. Ja. Alter, what? Digga, man kann auch übertreiben. Ja, Digga, wofür sind denn die Gewichte da? Wofür sind die Gewichte, genau? Super Kuchen. Oh mein Gott. Das muss den ja ganz einfach Schrank, los. Der Schrank kommt dir irgendwie entgegen, gute Frau. Das macht das, was ich mir gewusst habe. Alter, boah, was zur Hölle? The fuck. Das ist so geil, wenn ein Hund sicher wo sitzt, dann bring's einmal zum Schüttel, der kommt nie wieder drauf klar. Das ist die, ja. Oh nein, nicht. Alter, Alter, Bot, Alter, Alter. No. One with nature. Rain outlines your fate. So, as one with wind and cloud. Time to go. Illusion shattered. Boah, Digga, der ist ja fertig im Leben. I do not accept ich mein, to fall for traps. Something like that. Alter! From my own sleepiness. That's all I fall for. Oh. Oh. LOL. Alter, Digga. Kristall aktiv, let's see. Digga. Die Milch, Alter, die war's. So macht man Milchshake, Tobi. Beat the Milk, ja. Das war. Digga, das war ein Hase. Alter, warum machst du es mit einer Hand auf? Illusion shattered. Now you shall perish. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Rasbuller. Alter, die Legende. Was macht er jetzt wieder? Er war schon irgendwo hin. Digga, ich muss immer an dich denken, Tobi, wenn ich den sehe, ne? Junge, Rasbuller ist so eine Legende. Ich fühle mich geehrt. Lol. Oh mein Gott, der spielt Kinder Hero. Unterm Fahren mit dem Projektor auf dem LKW. Shine down. Inazuma shines eternal. Was? Tschüss. Oh, der Bruder sitzt einer drin. Stell dir vor, der ist in der Scheiße gelandet. Sacred name. Oh mein Gott. Der war bestimmt in hier Sachsen. Was war's nochmal? Wasser. Nein. Hunde wie hieß der Turm? What the fuck? Tobi? Mein Name. Italien. Italien. Die Kanalstadt. Ich hab da absolut eine Menge. Venedig, genau. Oh! Alter, geil. Der Stuhl ist einfach kaputt. Ey, yo, hier ist Tobi. Direkt noch für dich. Und dann wird der nächste kaputt. Moin. Moin, Tim. Hey, Tim. Du musst noch Stunden mitgucken. Wir gucken uns das noch Stunden an. Komm, Tim. Warte, Tobi, schick mal links rein. War das noch der Rüffel, den ich in die Gruppe geschickt hab? Nein. Warte, ich warte mal kurz, bis Tim drin ist. Hast du gerade meine Cooldowns? Die einzig wahre Legende. Wie nennen wir uns denn? Tim. Das ist übrigens Tim. Mein Name ist immer noch der Name, mit dem ich Tobi so hart getriggert hab, Digga. Du hast mich nicht getriggert, du hast mich einfach nur zur Gottes Ehre aufgenommen. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, in dem wurde Tobi noch nie so hops genommen wie mit diesem Namen. Ja, der war. Also ich bin auch komplett drauf eingegangen. Also ich war auch offen dafür.
Ich hab's doch komplett angenommen. Er hat sich gebückt und hat sich noch wirklich die Arschbacken so richtig auseinandergedrückt. Ja. Der schon in den Jack gebaut, bitte. Geh mal nochmal zurück, bitte. Dankeschön. Alter, das ist der Rüste. Das meinst du nochmal zurück, oder? Ja, genau. Okay. Der war stark. Oh. Digga, hat er getrunken. Hat er getrunken. Oh, das ging so schief. Oh, das. Und noch ein bisschen zu viel. Down, down we go. Ah ja. Okay. Echt so, das war dumm. Gott, bin ich müde. Ja, man soll es aber nicht übertreiben, Schätze, ne? Thank you.
Keine aber ist gut jetzt. Was machen Sie mit der Konversation, bitte? Yes, we do. Finally. Gut. Aber ich würde mal sagen, es wird langsam spät. Ich bin komplett abwesend mit dieser Helmenttäuschung. Zurück ins Zelt. Peace.